Also, Kontakte im Outlook. Ich sage gleich ein paar Dinge dazu. Also ehrlich gesagt, seit Outlook 2013 finde ich die Kontaktverwaltung im Outlook ziemlich misslungen. Ja. Und ich werde jetzt versuchen, trotzdem, man braucht es. Jeder braucht es, weil man will die Kontakte am Handy haben, man will ja nicht jedes Mal die E-Mail-Adresse raussuchen von irgendjemandem. Ja, man braucht es und deswegen zeige ich euch jetzt, wie man damit halbwegs lebt. Gut. Das ist jetzt ein Screenshot da habe ich von meinem Outlook, glaube ich, ja. Und das Wichtige ist, es gibt da verschiedene Ansichten einmal, ja. Und die Standardansicht für Outlook, für Kontakte ist seit Outlook 2013 diese sehr eigenartige Personenansicht und auf die möchte ich auch ein bisschen im Detail eingehen. Gut. Zunächst einmal eine der häufigsten Fragen, die Leute so haben, ist, wonach wird das sortiert? Ja, weil wenn ich da jetzt diese Kontakte mal anschaue, jetzt hier, ja, das ist ja nicht alphabetisch. Nicht? Also ich meine, okay, also Tischlerei Hager, warum steht die ganz oben? Ja? Das ist weder ein A noch sonst irgendein Sonderzeichen drinnen. Ja? Dann fange ich an, AHS Heuschalger, das kann man noch ungefähr sich ahnen, warum die oben steht und Eigner und so weiter, das geht so, ab da ist es dann okay. Der Schmäh ist der, es gibt beim Kontakt, wie wir dann gleich sehen werden, ein Feld Speichern unter. Ja? Das ist, glaube ich, auch, jetzt muss ich direkt schauen, kurz am Handy, ja? Also zum Beispiel da ist ein iPhone, ich glaube bei Android ist das sehr ähnlich, ja? Gibt es ein Feld, das ist einer der häufigsten Fragen, damit hat mich meine Mutter zum Beispiel monatelang gequält, warum werden die nicht alphabetisch sortiert und das ist immer anders und so weiter. Und wenn ich da jetzt hergehe, gibt es da ein Feld, naja, das ist jetzt genau das Problem, wenn man das zum Beispiel am Handy eintragt, ja, ich weiß nicht, ich habe es aktuell, ich trage selten Kontakte am Handy ein, ja, wird dieses Feld möglicherweise nicht ausgefüllt und dann schaut es so aus, ja, also das ist dann teilweise, muss man ein bisschen spielen, ja, bei manchen Telefonen ist es anders, es ist nicht einmal bei Android, haben wir festgestellt, bei den Android-Telefonen ist es teilweise herstellerabhängig, das heißt Samsung reagiert, was dieses Speichern unter betrifft, anders als HTC zum Beispiel, ja, und das wieder anders als LG, ja. Und das wieder anders als die Nexus von Google. Ja? Also das ist ein lustiges Glücksspiel, ob das Speichern unter ausgefüllt wird. So. Nexus wird aber schon gleich sein, oder? Nein, eben nicht. Es ist auch zwischen verschiedenen Samsung-Telefonen. Ja, das hängt von der Software-Version dann ab auch, ja? Die man drauf hat. Ja, dann wird es dann richtig lustig. Also zum Beispiel diese Tischlerei Hager, die ist deswegen ganz oben, ja, weil das habe ich offensichtlich vom Handy aus eingetragen, ja, und das Handy hat das Speichern Unterfeld nicht ausgefüllt, ja, und dann ist es leer und dann steht es ganz oben, ja, das gleiche DAS anscheinend, ja, und das Chips Away, ja, die darunter, die werden anscheinend korrekt ausgefüllt. Kann man aber nachtragen. Man kann das nachtragen, ja, aber es ist halt mühsam, wenn man viele Kontakte am Handy hat. Das zweite ist natürlich auch Wolfgang Aigner, wenn man sich das anschaut, ja, der ist deswegen weiter vorne, ja, obwohl Wolfgang Aigner. Naja, wegen einem Aigner, weil ich das Speichern unterfällt und das ist sowas wie die Sortierreihenfolge, ja, wo man das also einstellen kann, auch unter welchem Begriff das sozusagen einsortiert werden soll. Warum der doppelt vorne ist, ganz einfach, weil ich ihn doppelt drinnen habe, aus welchen Gründen auch immer. Ja. So. Da gibt es natürlich auch lustige Spielchen, beispielsweise wenn man Lync oder Skype for Business hat auf den Handys, ja, dann tun die teilweise die Kontakte, die man da drin haben, zumindest bestimmte Version, haben die dann teilweise noch einmal reingetan. Ja, es ist eine Katastrophe. Gut. Es gibt eine Übersicht, die ist vielleicht ein bisschen lustiger für manche, das ist diese Visitenkarten-Ansicht, das schaltet man hier um. Ja? Da oben ist es, also da habe ich Personen und da habe ich jetzt Visitenkarte umgeschaltet, das ist manchen sympathischer. Man sieht weniger am Bildschirm auf einmal, aber da sieht man halt mehr den Überblick, was da für Telefonnummern und so weiter so drinnen sind. Gut. Generell, und das möchte ich dann auch später bei den Aufgaben genauer darauf eingehen, ich empfehle jedem, ja, sich beim Outlook ein bisschen mit den Ansichten zu spielen. Speziell bei den Aufgaben, teilweise auch beim Kalender, wenn ich darauf noch zurückkommen kann. Ja, aber auch bei den Kontakten. In den verschiedenen Ansichten steckt wahnsinnig viel Potenzial drinnen, um aus Outlook viel rauszuholen. Ja. Und was man hier sieht, ich möchte noch einmal diese drei Folien da hintereinander sehen, ja, das ist zum Beispiel also diese Personenansicht, diese Visitenkartenansicht und diese Listenansichten. Diese Listenansichten sind nicht nur für Kontakte interessant, das ist auch die Ansicht, die man von Mails gewohnt ist, ja,
Auch den Kalender kann man in so einer Ansicht anzeigen lassen. Das ist zum Beispiel irrsinnig praktisch, wenn man alle Termine von einem Kalender in einen anderen kopieren möchte, weil da funktioniert eine Steuerung A, Steuerung C und im anderen Kalender dann eine Steuerung V, was in der Kalenderansicht nicht funktioniert. Ja? Kleiner Praxistipp in den Listen, in allen Listenansichten, ob das jetzt Kontakte, Kalender, Aufgaben oder sonst was ist. Ja? Steuerung A ist alles markieren, ja? Steuerung C kopieren. Dann macht man sich ein Excel auf, macht eine Steuerung V und macht das als Excel-Liste. In die Spalten rein, mit den Spalten und alles fix fertig. Bitte? Das funktioniert nur dann, wenn zum Beispiel in den Notizen keine Curriculum 13 ist. Ja, Notizen sind problematisch. Das ist dann echt problematisch. Ja, Notizen sind problematisch, aber grundsätzlich funktioniert das ganz gut. Ist zum Beispiel ein Weg, der vielfach verwendet wird, wenn man zum Beispiel Serienbriefe aus Kontakten erzeugen möchte. Ja, dann konfiguriert man sich eine also mache ich, empfehle ich so, weil es gibt so eine direkte Verbindung, man kann das auch direkt live machen, allerdings gibt es einige Einschränkungen. Ein häufiger Punkt, Frage, die viele haben, ist, ich habe meine Kontakte schön in Kategorien einsortiert und ich möchte einen Serienbrief an alle Kontakte einer Kategorie schicken. Ja? Das geht nicht, ja, direkt aus Word, dass das auf die Outlook-Kontakte nach Kategorie zugreift. Mit dem Trick, den ich gerade genannt habe, nämlich man gruppiert sich das, hier ist es nach Firma gruppiert, aber man kann sich das auch nach Kategorie gruppieren oder, so, oder filtern etc., ja, kann man dann sozusagen alle von einer Kategorie auswählen, das schmeißt man in ein Excel rein und dann nimmt man das Excel als Datengrundlage für den Serientrick. Übrigens, was viele nicht wissen, mit Word kann man auch, weil Serienbrief, wer schickt heute noch Serienbrief, ja, ganz ehrlich, aber man kann mit Word auch Serien-E-Mails schicken. Ja, das geht auch. Aber das ist fast ein Thema für einen eigenen Clubabend, falls das mal wer braucht. Ja? Ja. Da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Gut. Okay. Jetzt, genau weil in diesen Ansichten so viel Potenzial steckt, wie erstellt man denn so eine Ansicht überhaupt? Ganz kurz nochmal zurück zur vorigen Folie. Nein, habe ich jetzt nicht. Und zwar funktioniert das so, ich zeige dir mal, das Outlook hast du jetzt geschlossen. Gell? Ja, ich sehe es eh unten. Mal, das so. Ich kann da mit dem Test einsteigen, nehme ich an. Stellst du das? Ja. Ja, das Test. Test habe ich jetzt genommen. Ich will eh nur da zum Beispiel einen Kalender. Und wenn man da oben geht auf diesen Ribbon Ansicht, ja, hat man hier Ansicht ändern. Ja, und da kann man erstens die verschiedenen Ansichten, zum Beispiel auch im Kalender auf die Listenansicht. Ich meine, wir sprechen zwar über Kontakte, aber man kann es natürlich auch machen. Ja. Und man kann hier gehen auf Ansichten verwalten. Ja, und da sieht man jetzt die verschiedenen Standardansichten. Man kann die auch auf Standard zurücksetzen, falls die nicht standardmäßig konfiguriert sind, falls man die schon verstellt hat. Ja, aber das Wichtige ist, man kann eine Ansicht, eine neue Ansicht hier erstellen. Und dann hat man das, was in der Folie abgebildet ist, nämlich man kann hier sozusagen einen Grundtyp, den kann man später nicht ändern. Das heißt, man muss sich entscheiden, was ist das für ein Grundtyp von einer Ansicht. Ja. So, da ist das. Und da ist es auch auf der Folie drin. Die Tabellen sind diese Listenansichten. Ja? Da steckt das meiste an Funktionalität drinnen. Ja? Aber das ist halt relativ nüchtern. Das ist für so Leute, für Informatiker, so wie für mich. Ja? Das ist optimal. Ja? Ja, ich würde das alles tabellarisch sehen. Aber für zum Beispiel ganz lustig ist die Karten, Visitenkartenansicht und Personenansicht. Das ist für die Kontakte zum Beispiel ganz interessant. Theoretisch könnte man sich auch die E-Mails als Visitenkarten anzeigen lassen. Übrigens. Sinnvoll ist eine andere Frage, aber es geht. Ja? Kann man sich mal spielen. Oder zum Beispiel als Tages-, Wochen-, Monatsansicht, das sind die Kalenderansichten. Ja? Das sind genau die Kalenderansichten. Beim Kontakt fallen mir jetzt nicht viel ein. Bei den E-Mails kann man so lustige Sachen machen, wie dass das als in einem Kalender angezeigt wird, wann man das bekommen hat, das E-Mail. Ja? Dann wird das, steht das quasi wie in einem Kalender und das poppt dann überall auf, wo man gerade. Also wird im Kalender angezeigt, das E-Mail statt in einem Termin. Das ja, ist der Stelle. Spülerei. Das ist Spielerei. Ja. Symbolansicht, das kennt man von den Notizen, ist nicht so interessant. Aber das Wichtigste ist die Tabellenansicht. Und wie wir dann später sehen werden, die Zeitskala-Ansicht bei den Aufgaben, die möchte ich gleich mal so anteasern ein bisschen, ja, die ist beim Kalender, aber ganz speziell bei den Aufgaben, wenn man mit Outlook so eine Art Mini-Projektplanung machen möchte, ist das eine super Sache. Gut. Dann hat man unten die Auswahl, wenn man diese Ansicht erstellt, ja, für wo soll diese Ansicht verfügbar sein. Ja? Wenn man auswählt, das ist die Standardeinstellung, alle Ordner des Typs Kontakt, ja, dann steht diese Ansicht zumindest in dem einen Konto, falls man mehrere Kontaktordner hat, was auch möglich ist, ja,
überall zur Verfügung, wo also Kontaktordner ist. Man kann es auch nur auf diesen einen Ordner anwenden, dass diesen Ordner für alle Benutzer sichtbar ist. Nur interessant, wenn man irgendwelche öffentlichen Ordner hat, also in einer Exchange-Umgebung. Ja, ist das von Relevanz. Gut. Wenn man jetzt einen Kontakt bearbeitet, ich habe jetzt auf einen Kontakt doppelt geklickt, ja. Bei mir aus irgendeinem Grund sind die Speichern- und Abbrechenknöpfe unten schwarz gewesen. Ja, vielleicht ist es ein Grafikkartenfehler oder keine Ahnung was. Kann ich jetzt alles Mögliche da hinzufügen? Ja, damit will ich euch jetzt nicht großartig langweilen. Das Ganze ist ähnlich wie auch am Handy. Die Felder korrespondieren auch meistens mit den Telefon, mit den Feldern, die man am Smartphone hat. Lustigerweise hat man allerdings beim Outlook viel weniger Telefonnummern zur Verfügung, ja, als dann teilweise am Handy. Dann schreibt er das teilweise in ganz komische Felder hin. Ich kann zum Beispiel beim iPhone kann ich zum Beispiel mehrere Mobilnummern angeben, ja, und dann schreibt er das, wenn man das ins Outlook hat, zwar alle Nummern, aber halt in unterschiedliche Felder hinein, das ist dann mehr oder weniger zufällig. Ja, genau, gibt es auch nur drei. Ja. Was, es gibt allerdings einen Workaround, auf den will ich jetzt gleich eingehen. Ja. Bevor du auf den eingehst, möchte ich zu dem Formular, ja, zu jenem, das beim Neuanlegen eines Kontaktes auftritt. Wenn man einen Kontakt neu anlegt, kriegt man ein relativ altherkömmliches Formular, wo man relativ gut schon abschätzen kann, wofür ist was da und alle Elemente sind schon verfügbar. Man sieht sie schon. Ja. Manche Felder sind mehrfach belegt, wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse. Da muss man auswählen, ob das E-Mail 1, 2 oder 3 sein soll, ja, oder so ähnlich. Wenn ich halt einen Kontakt einmal gespeichert habe, und ich möchte den wieder editieren, kriege ich dieses Fenster aber nicht mehr. Oh ja. Also ich gehe gleich drauf ein. Okay. Das habe ich sogar genau drinnen. Ja. So, das ist nämlich genau diese Ansicht, die du gemeint hast. Ja. Und das ist dieses alte Formular. Das ist diese alte Formularansicht, ja, wo man alles schön sieht, wo man da also dann, wo man erstens das Speichern unter schön sieht, ja, da kann man auch erst einigen Vorgaben wählen oder was Eigenes reintippen, ja. Man kann da dann, da gibt es so Dropdowns, was ist das für eine Telefonnummer, verschiedene Adressen etc. Und der Punkt ist, das habe ich hier auch als Sprechblase sozusagen, wie kommt man zu der bei bestehenden Kontakten, ich werde das auch gleich einmal kurz vorführen, nämlich man muss in der Personenansicht auf den Dateiursprung klicken, damit man auf das kommt. Das heißt, ich werde das kurz einmal hier zeigen. Machen wir da mal einen Kontakt. Super. Ja, ich werde einfach einen neuen Kontakt anlegen. Ja. Ja. Wieder mal den berühmten Max Mustermann, ne? Der ist ja, glaube ich, in jedem Adressbuch vorhanden. Ne? Keine Ahnung, was der für eine Position hat, das ist die Musterfirma, ja, und irgendeine E-Mail-Adresse, max@mustermann.at, wie auch immer, so, speichern. Und jetzt ist diese Personenansicht, die wir da jetzt haben. Ja? So. Und wenn man jetzt hier auf Bearbeiten klickt, ja, dann hat man hier diesen, also da hat man das so. Und jetzt ist ganz lustig, und zwar gibt es da einen Dateiursprung und den sehe ich jetzt genau nicht. Ja. Bei mir hat das funktioniert. Ich glaube, da muss ich einmal rausgehen und einmal reingehen. Und dann sehe ich den genau nicht. So. Wenn man doppelt klickt. Bitte? Okay. Ja, wenn man da doppelt geht, kommt man auf das, ja, und dann kommt man da auf Änderung gespeichert an. Bitte? Wo? Noch weiter rechts. Da, jetzt ist er da, genau. Das hat ein bisschen gedauert. Anscheinend muss das einmal synchronisiert werden am Server und dann ist das da. Das heißt, habe ich dieses Phänomen auch schon gehabt. Ja? Ich habe immer einen neuen Kontakt eingetragen und war das nicht da, ja, und dann war es plötzlich da. Also das ist ganz lustig. Und wenn man da draufklickt, auf dieses Dateiursprung anzeigen. Datenursprung steht da. Datenursprung, Entschuldigung, ja, Datenursprung, ja, ja, dann kriegt man dieses alte Formular. Hochspannend. Ja. Eine Frage, wenn man suchen geht, ganz oben, Kästchen Personen suchen, kommt man da auch zu diesem Ursprungsformular rein oder muss man das irgendwie speziell einrichten? Das weiß ich jetzt da oben, gell? Das meinst du? Na, gibt es, geht es so, allerdings kann ich dann auch hier wieder da klicken auf Datenursprung anzeigen. Also, ja? Da ist ein Zwischenschritt. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich wollten es haben, dass es ein bisschen schicker ausschaut, ja, aber irgendwie hat die Funktionalität drunter gelitten. Wo wir vielleicht gleich da drinnen sind. Ja. Zeigst du mir das Feld speichern unten? Ja, das ist da. Das heißt,
Speichern unter. Echt? Du hast Speichern unter. Ja. Im Englischen heißt es Display-Add. Nein, heißt auch Save-As. Save-As? Save-As im Englischen heißt es auch, ja. Ah, darunter ist Display-As, ja. Ja. So, und da kann ich eben verschiedene Formate auswählen. Ich kann das allerdings auch eben frei einklicken, was ich da möchte. Ja. Da sieht man auch die verschiedenen Telefonnummern, die es da so gibt. Ja. So. Interessant ist, es gibt hier noch Details und da kann man zum Beispiel so Dinge eingeben, Abteilung, Büro. Spitzname ist ganz interessant. Spitzname ist bei der Synchronisierung mit diversen Smartphones eine relativ interessante Geschichte. Ja. Das wird nämlich beim iPhone, weiß ich sicher, bei Android, glaube ich, ja, wird das auch synchronisiert. Und wenn man dann, man kann dann zum Beispiel mit der Sprachsteuerung, mit der Siri, die Person in Kontakt auch über den Spitznamen aufrufen. Ja? Das ist nicht ganz unpraktisch, wenn man Leute, wenn meine Frau tue ich nicht unter Magister, Doktor, also Magister, Doktor, Magister Katharina Korenzki Kröll anrufen. Ja, das klingt irgendwie blöd, wenn ich die anrufe, ja, sondern sage ich Kathi anrufen. Ja. Und ja. Ja, ist irgendwie blöd, ne? Und damit kann man sich das sparen. Ebenfalls interessant ist natürlich auch da Partner, Partnerin. Ja? Und wenn man das eben gegenläufig macht, ja, dann können sie Sprachsteuerungen auch dann so Dinge wie meine Frau anrufen, meinen Mann anrufen etc. Also leider Gottes ist es so, meiner Erfahrung nach, dass das Outlook nicht alle Felder unterstützt. Zum Beispiel das Siri vom iPhone könnte beispielsweise auch meinen Sohn anrufen oder meinen Vater oder meine Mutter anrufen etc. Ja? Nur diese Felder gibt es im Outlook nicht. Das heißt, wenn ich das einspeichere, ich kann der Siri zwar, oder bei Android gibt es das Gleiche, ja, kann ich mal mitteilen, ja? Das ist meine, wenn ich sage, meine Mutter anrufen, ja, dann fragt mich das iPhone immer, wer ist deine Mutter, dann sage ich es ihm, wer meine Mutter ist, und dann sage ich, soll ich mir merken, dass das meine Mutter ist, deine Mutter ist, sage ich ja. Ja, so, dann ruft das auch brav an, ja, aber sobald er das wieder mit dem Outlook, also mit dem Exchange synchronisiert, den Kontakt, ja, ist das wieder weg und dann muss ich das nächste Mal ja wieder mitteilen, ja, was ein bisschen blöd ist. Eine kurze Frage, bei den Kontaktendetails, kann ich mir da die E-Mails anzeigen, die ich mit dieser Person bis jetzt gehabt habe, in Kontakt, dass ich zusätzlich Informationen habe, dass ich alle E-Mails... Na, kenne ich jetzt nichts, aber das ist über die Suche in den E-Mails relativ einfach zu bewerkstelligen. Also muss ich da wechseln zu den E-Mails? Kann ich das in den Kontakt nichts alles in einem? Nein, ist mir nichts bekannt. Okay. Gibt es Verwendung zu zusätzlichen Feldern? Ja, es gibt ja alle Felder. Ja. Und da kann ich hier noch. Gibt es, glaube ich, aber so und so schon. Nein, gibt es nicht. Das ist genau das Problem. Ja, da haben wir alle Kontaktfelder. Ja, Kinder vielleicht, ja. Aber da kann ich nur eins eingeben und ich habe auch zwei, ja. Und Vater, Mutter gibt es nicht, ja, das ist das Problem. Ja. Nein, aber was ist, wenn du sagst, Speichern unter Mutter oder Speichern unter Vater? Das wäre eine Möglichkeit, ja. Das ist ein neues Problem, das Problem. Das wäre Workaround, ja. Gut. Ja. Und zwar, wir haben natürlich dieselben, wir sind verheiratet und leben an derselben Privatadresse. Ja. Wenn ich jetzt vom Handy sage Angela anrufen, ja, dann wählt er die private Nummer und sagt nachher verbunden mit Michael Gruber. Ja, weil es die gleiche Nummer ist. Ja, genau. Ja, das ist aber ein Problem vom Handy. Hat man keine Chance, dass ich zu Hause Nebenstellanlage einrichten und mit verschiedenen Klappen. Ja, das geht mit Asterisk-Software sehr gut. Ja, das ist so gegangen, indem ich einen Kontakt von Familie Mallinger. Ja. Einen Kontakt mit Familie Mallinger und dort ist nur die Nummer von Festnetz drin. So. Gut. Was mache ich jetzt mit Leuten, die ganz, ganz viele Telefonnummern haben oder noch besser E-Mail-Adressen, weil die Frage war? Ich kann beim Outlook, ja, und das ist genau der Grund, warum es diese Personenansicht gibt, seit Outlook 2013, ähnlich wie man es auch bei Smartphones teilweise kennt, bei den ganzen Mobilgeräten, Kontakte miteinander verknüpfen. Das heißt, wenn ich einen zweiten Max Mustermann drinnen habe, ja, beispielsweise, ich möchte absichtlich, ja, den Max Mustermann seine, das ist jetzt die Firmenadresse, weil da habe ich auch die Firma und so weiter, glaube ich, eingetragen, da die Musterfirma, ja, und ich möchte ihn jetzt ein zweites Mal eintragen hier. Absichtlich, ja, mit seinen rein privaten Informationen.
Ja, weil das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel einen Kontakt absichtlich drin hat, wenn man den zum Beispiel als Visitenkarte weiterschickt per Mail wem, ja, und da sollen nur die beruflichen Informationen drin sein, ja, aber ich weiß von dem ein paar private Sachen, die ich eigentlich nicht weitergeben möchte, ja. Das kann man dann in Speichern unter, kann man da zum Beispiel noch dazu schreiben, Klammer privat, ja, damit man das auch weiß, dass das Private ist, ja, und von dem habe ich privat zum Beispiel die Telefonnummer, nicht? Das ist der 664-555-444-333 oder so, ja. So, speichern. Ja. Und jetzt erkennt er beim Speichern schon, ja, erstens mal sagt er jetzt einmal, na, Moment, da gibt es den Max Mustermann schon, ja. Willst du den aktualisieren? Nein, das will ich nicht, ja, weil sonst wäre das Ganze ja, die ganze Demo ja schwachsinnig, ja. Ich möchte es absichtlich als neuen Kontakt hinzufügen. Ja. Das heißt, er erkennt prinzipiell Duplikate in einem gewissen Bereich. Aber jetzt habe ich da zwei Max Mustermann drin. Ja. So, und jetzt kann ich die beiden miteinander verknüpfen. Das heißt, ich sage jetzt hier Kontakte verknüpfen. Ja. Und jetzt finde ich, suche ich da nach dem zweiten Max Mustermann. Und da findet er jetzt den zweiten. Der kann auch einen ganz anderen Namen haben. Aber meistens hat er einen gleichen Namen. Ja. Okay. Und jetzt sind die miteinander verknüpft. Und der Clou ist, ja, dass ich jetzt hier, schaut mal bitte, jetzt ist da wieder ein bisschen ein Problem. Aber ich sehe jetzt, die E-Mail-Adresse habe ich bei einem eingetragen und die Telefonnummer beim anderen. Und ich sehe jetzt bei beiden beides. Ja? Ja. Das ist der Sinn dahinter. Warum habe ich nicht gesehen, dass der eine privat ist? Weil hier nicht der Anzeigename, sondern der volle Name angezeigt wird. Ja, das ist sehr praktisch. Ja. Gut. Wieso? Sie haben sie unter Speichern privat, also das war schon in Ordnung. Ja, ja. Nein, aber hier zeigt er nicht diesen Namen an, den Anzeigenamen in der Personenansicht. Deswegen mag ich persönlich die Personenansicht nicht, sondern lieber die Detailansicht. Ja. Detailansichten. Aber teilweise braucht man die Personenansicht zum Beispiel für das Kontakte verknüpfen. Ja. Und jetzt sieht man bei beiden, schaut mal, Datenursprung anzeigen. Ja, zweimal Outlook-Kontakte. Ja. Das eine ist der eine, das andere ist der andere. Leider ist es ein bisschen eine Glückssache, den richtigen zu erwischen. Ja, aber... Das ist jetzt der mit der Telefonnummer. Ja. Aber der Visit, wenn man die Visitenkarte aufmacht, muss man das sehen. Wenn man die Visitenkarte aufmacht, sieht man einfach doppelt. Ja, dann sieht man es nicht. Genau, da steht das Privat drin. Genau, da steht auch das Privat drin, richtig. Das heißt, das ist eine Frage der Ansicht der Richtigen, wie immer es eine Frage der Sichtweise ist. Ne? Gut. Aber wie gesagt, die Standardansicht ist halt diese Personenansicht, da sieht man das nicht. Allerdings kann man hier diese Kontakte miteinander verknüpfen, das wollte ich zeigen. Das ist relativ interessant, auch man kann damit beispielsweise in einer Exchange-Umgebung auch, ja, beispielsweise, wenn man, da gibt es ein globales Adressbuch häufig, ja, und man kann damit zum Beispiel, wenn man jemanden, den Kollegen auch in den Kontakten drin hat, ja, weil damit habe ich ihn schneller am Handy zum Beispiel zur Verfügung, kann ihn als Favorit festlegen, das brauche ich manchmal, ja, aber ich möchte, dass ich immer die aktuellen Informationen habe, ja, zusätzlich den Kontakt aus dem globalen Adressbuch rein verknüpfen. Das geht dann zum Beispiel damit. Kann ich damit errechnen, dass ich 6 E-Mail-Adressen? Ja, genau. Ich kann auch damit mehr als 3 E-Mail-Adressen hinterlegen bei einer Person, indem ich einfach den noch einmal anlege mit einem separaten Kontakt und die dann miteinander verknüpfe. Das heißt, auf die Art und Weise könnte ich auch Mitarbeiter von einer Firma, die öfters zum Beispiel übersiedelt, einmal die Firmenadresse hinterlegen und bei den Mitarbeitern nur mehr oder weniger die variablen Daten. Ja, das ist richtig, ja. Ja, könnte so gehen, ja. Ich möchte was vorsichtig dazu, ja, sagen, wenn man das aus einem Exchange-Server exportiert und in den nächsten Exchange-Server importiert, sind alles vor. Richtig, richtig. Nur so als Hinweis. Ja. Also Vorsicht, dass man das nicht zu so exzessiv. Das ja, genau, mit dem BSD, weil das in den BSD so nicht drinnen steht. Gut. Also das ist jetzt hier das Screenshot, das habe ich ja als Animation drinnen, wie das Ganze funktioniert hat. Ja, noch einmal. Gut. So. Ich bin schon seit 20. Gut. Eine ganz lustige Geschichte ist folgende.
Ich möchte kurz einmal zeigen, was das Problem ist, damit das ja jeder erkennt. Manche bevorzugen Folgendes, dass sie zum Beispiel sich einen zweiten Kontaktordner anlegen, absichtlich, ja, weil ich die zum, Achtung, das wird nicht aufs Handy synchronisiert, ein zusätzlicher Kontaktordner, das kann aber durchaus Absicht sein. Ja. Also es kann sein, dass ich beispielsweise bestimmte Kontakte absichtlich nicht am Handy haben möchte. Ja. Datenschutzgründe, warum auch immer. Ja. So, ich lege jetzt da mal einen geheime Kontakte an. Ja, einen solchen Ordner. Muss man auswählen, Kontakt. Als okay, das geht im Active-SIM-Konto nicht, zusätzliche. Das ist lustig. Dann bitte beim Club-Konto, oder? Nein, ich bin bei dem Club-Computer, das geht dann nicht. Das ist Der Ordner kann ich Kalenderaufgaben, das geht nicht. Aus dem Ding aus, nimm die andere. Nehme ich das andere, okay. Das andere Profil. Gut, dann nehme ich das andere Profil. So will ich. So, das Outlook-Profil, ne? Ja, genau. Gut, dann zeigen wir das dort. Machen wir dort einen Ordner geheime Kontakte. Wieder in die Kontakte rein. Sieht man hier, da gibt es sogar schon zwei Kontaktordner, aber das ist ja genau das, das will ich ja nicht unbedingt. Ja. So, jetzt sage ich da neue Ordner. Geheime Kontakte. Ich mache das in dem Fall sogar als Unterordner von dem einen Ordner. Und okay, na, ich will das eigentlich da haben. Also da geht es ja nicht, haben wir gesagt. So. So. Also jetzt haben wir da geheime Kontakte. So, und wenn ich jetzt da einen neuen Kontakt anlege, ja, das ist mein besonderer Freund, ja, den kennen wir natürlich alle. Und da weiß ich von ihm die Nummer, plus 1 1 5 5 5 xxx, so. XXX ist das Nummer? Naja, ich wollte, darf ich ja nicht weitergeben. Da hast du dich nicht beschwert, ich bin stark. Ja, sonst ruft ihn ja morgen alle an. Gut, also das, ja, eigentlich will ich noch was machen, nämlich der E-Mail-Adresse. president@whitehouse.gov, ne? Ja. Speichern. So. So, gut. Jetzt habe ich folgendes Problem. Wenn ich jetzt eine E-Mail schicken will, ja, so, und da das anklicke, habe ich hier sogar die geheimen Kontakte drinnen. Das ist aber nicht immer der Fall. Ja, das heißt, es kann sein, dass hier diese geheimen Kontakte nicht drinnen sind als Adressbuch und damit ich zum Beispiel die ganzen E-Mail-Adressen damit nicht fürs E-Mail-Schreiben verwenden kann. Ja, jetzt funktioniert das. Ja, und zwar hängt das an einer Einstellung, die ich euch zeigen möchte, nämlich wenn man in die Eigenschaften von diesem Adressbuch geht, also von der Kontaktliste, gibt es hier einen Reiter Outlook-Adressbuch. Das ist auch auf den Folien drauf. Ja? Und da muss dieses Häkchen gesetzt werden, diesen Ordner als E-Mail-Adressbuch anzeigen. Ja? Und da kann man auch die Bezeichnung ändern, ja, wie es dann in diesen Adressbüchern drinnen aufscheinen soll. Ja? Und nur dann wird es sozusagen als Adressbuch für E-Mail-Adressen zugänglich gemacht. Könntest du ein paar Worte darüber verlieren, was ein Adressbuch ist? Im Vergleich zu den Kontakten nämlich. Ja, also Adress, es ist ein bisschen komplizierte Geschichte, ist Outlook, es hat also vor, muss man ein bisschen in die Historie zurückgehen, ja, muss ein bisschen Archäologie betreiben. Bevor es Outlook gegeben hat, das ist seit 97 gibt es Outlook, hat es für Exchange zwei Clients gegeben, nämlich Mail und Schedule Plus. Ja. Mail ist, wie der Name schon sagt, nur für E-Mails gewesen. Ja, und Schedule Plus so ziemlich für alles andere, was heute Outlook auch noch macht. Also sprich Kalender, Aufgaben, Kontakte. Ja, das war Schedule Plus. Und dem Mail sind nur Adressbücher zur Verfügung gestanden, es war aber keine komplette Kontaktverwaltung. Ja, für die komplette Kontaktverwaltung war der Schedule Plus zuständig. Ja,
Und ein Adressbuch kann auch etwas anderes sein als eine Kontakteverwaltung vom Outlook. Ja, das kann beispielsweise auch ein LDAP-Adressbuch sein. Ja, ich habe zum Beispiel, also ich bin bis vor einem halben Jahr Student am Technikum Wien gewesen. Die bieten das komplette Mitarbeiter-Studenten-Verzeichnis LDAP-Adressbuch an. Das habe ich mir ins Outlook eingebunden und wenn ich irgendwem eine Mail schicken wollte, speziell bei Studenten, bei Studienkollegen, ist das relativ mühsam gewesen, weil wenn die ihren E-Mail-Alias nicht geändert haben, ja, die haben so komische Nummern wie WI irgendwas und irgendeine Nummer gehabt, ja. Und über das LDAP-Adressbuch habe ich die aber namentlich relativ schnell gefunden, ohne dass ich die alle frage oder verwechselt gehe und dann suche etc. Ja, also das ist ein Adressbuch. Also LDAP, es gibt verschiedene Formate von Adressbüchern, ja, und die können dann alle für die E-Mails, für das Adressieren von E-Mails verwendet werden. Ja, und Kontakte, Outlook-Kontakte ist nur eine von mehreren Arten von Adressbüchern, die man halt für das Mail verwenden kann. Es hat ja auch Zeit gegeben, da hat es dieses Windows-Adressbuch gegeben. Das hat Outlook nie verwendet. Aber das hat es auch gegeben. Hat es auch gegeben, aber das hat nie was mit Outlook zu tun gehabt. Ja, das waren nur die praktischen Versionen. Na, jetzt gibt es wieder die Kontakte, ja, seit Windows 8, ne, die Geschichte. Ja, das ist aber wiederum mit ActiveSync-Konten verknüpft. Ja, gut. Wenn ich da mehrere solche Kontaktdateien habe, kann ich da irgendwo festlegen, welche er standardmäßig vorschlagen soll? Nein. Also grundsätzlich, wenn der Name nicht eindeutig ist, ja, wenn du der Mail eintippst, ja, wenn du das anaufrufst, so wie ich es jetzt gezeigt habe, dann wählst du ja konkret aus, welchen du haben möchtest. Ne? Mhm. Du sagst dir da E-Mail-Nachricht und sagst an und sagst dir, aus welchem Adressbuch möchte ich das jetzt haben. Das ist relativ einfach. Wenn ich allerdings da jetzt den... Eine ist schon standardmäßig vor, kann ich das fix vorgeben? Ich glaube ja, dass man das fix vorgeben kann. Ja, das kann man. Ich glaube, das geht in den Kontoeinstellungen. Ich würde in den Kontoeinstellungen suchen. Als erstes. Gibt's da an. Da habe ich da gerade einen Fehler gemacht, weil es auf Public Folders klickt und durch die Internetverbindung dort ist es ein bisschen. Wenn der Name, aber ich erkläre es inzwischen, wenn der Name nicht eindeutig ist, ja, dann beim Senden des Mails gibt es zwei Fälle. Ja. Entweder, wenn ich das noch nie irgendeinen Mail geschickt habe, ja, dann sagt er mal spätestens beim Senden, das ist nicht eindeutig, ja, und ich muss auswählen, wen ich gemeint habe. Ja. Ich kann das aber vorher auch schon tun. Ich kann es dann mit Max Mustermann zeigen. Gekommen. So. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn ich das an den schon geschickt habe, schon einmal, ja, dann macht er so eine strichlierte Unterstreichung und sagt, ich glaube, dass du den meinst. Ja. Man kann dann aber mit der Maus immer noch draufklicken, ja, und sagen, ich meine aber, ich will aber, dass du an die andere Adresse schickst. Ja, das gibt es diese Möglichkeit. Wenn er glaubt, er steht das Richtige vor. Ja, dann wird es strichliert unterstrichen. Ja, genau. Und wenn ich draufklicke, dann gebe ich Auswahlliste. Kann ich eine Auswahlliste haben, ja. Kann es bei den beiden Mustermanns dann zeigen vielleicht, ja. Was sehr nützlich ist, wenn beide Max Mustermann heißen. Ja, dann ist es ein bisschen blöd. Aber wenn ich sehe aber die E-Mail-Adresse auch mit angezeigt und dann kann ich auswählen, an welche E-Mail-Adresse geschickt wird. Was haben Sie dann gut benannt, wo die so. Ich schließe das jetzt auch. Wieder loswerden, wenn ich mich vertippt habe. Indem ich das andere auswähle. Nein, ich meine generell los, dass es nie wieder vorschlagen. Na, entfernen. Wie? Naja, gar nicht vorschlagen, geht, ich muss den Kontakt löschen, dann schlagt das nicht mehr vor, ganz einfach. Na, wenn ich eine Mailadresse ausfülle, die nicht im Kontakt. Ach so, da ist eine Mailadresse, die nicht im Kontakt drin steht. Na, das ist einfach, das haben wir letztens schon gehabt, da gibt es dieses XL daneben, das schwarze. Das ist bei älteren Versionen mit Entfernen. Oder Pull-Down-Menü, da sieht man, was da noch. Also, wenn ich da jetzt eingebe, weiß nicht, ob du mich schon drinnen hast, Roman mit der Adresse nicht, Quartermeister ist da, wenn ich das so eingebe, ja. Jetzt sehe ich da mal ein Testmail. Ist das übrigens bekannt, wenn man einen schnellen Text brauchen will, schreibt man ist gleich Lorem, Enter, und man hat einen kleinen Testtext drin, ja, fürs Mail. Nein, also sicher nicht. Ja. In die Klammer. Klammer auf, Klammer zu, genau. Und wenn man ein bisschen ein längeres Mail schreiben will, schreibt man in Klammer eine Zahl hinein und dann wird das Mail entsprechend länger, ja, entsprechend wie groß die Zahl ist drin. Ja. Gut. So, sende ich da das mal, das hast du unterstrichen. Ne? Senden, ist mir jetzt egal. Wenn ich jetzt noch einmal eine Mail schreibe und du meinst jetzt folgendes, das haben wir letztens ja schon gehabt, dann schlag dir ja das hier vor. Ne? Genau. Ja, mit dem X. Da, ich kann das da
Kann ich da jetzt einfach entfernen drücken oder auf das X-L drücken? Okay. Kann ich alle gemeinsam löschen? Okay. Ja, da gibt es irgendeine Nickname-Datei, die man löschen kann, glaube ich, aber das weiß ich jetzt oder nicht auswendig. Ja, das ist der Cache. Das ist so eine NCK-Datei, glaube ich. Ja. Aber da kann man es auch nicht so weit eingehen, dass man Cache, erstens gibt es irgendwo was zum Cache. Warum lässt du die nicht bestehen? Sorry. Die private, finde ich interessanter. Es ist beides das gleiche Postfach übrigens. Achso, dann ist es wurscht. Das ist wurscht. So. Ist mit alles gelöst. Ja, das ist nur Alias auf das andere. So. Und. Also einer hat er gar nicht geschickt, das hat er mich eigentlich gefragt nachher, ja, das Test will ich eigentlich, so. Und das Zweite, was ich zeigen will, ist die Frage, weil die jetzt da aufgetaucht ist, da haben wir zwei Max Mustermann, der eine hat aber keine E-Mail. Ich werde das mal jetzt so lösen, indem ich da, der hat die E-Mail und der hat keine E-Mail. Und der hat max.mustermann@bka.at oder was auch immer, ja. So, speichern. So, und wenn man jetzt eine E-Mail schreibt, Max Mustermann, jetzt zeigt er mal beide an. Ja? Jetzt kann ich auswählen, wen. Ja? So, jetzt sage ich, ich meine grundsätzlich den. Ja. So, jetzt weiß ich, ob man das sich merkt, wenn man das abbricht, aber das werden wir gleich sehen. Ja. Und wenn ich das nicht auswähle, wenn ich nur Max schreibe, nach einigen Sekunden, vor allem wenn ich da unten jetzt ein bisschen Text schreibe, man kann übrigens statt Lorem auch ist gleich Rand schreiben, Klammer auf, Klammer zu, das geht auch. Dann kommt ein bisschen anderer Text. Rand. R-A-N, so wie der Tischrand, ja. Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt sieht man das. Rote Wellenlinie, ja, heißt, er weiß nicht, wen ich meine. Ja, es gibt zwei Max. Wenn ich jetzt da draufklicke mit der Maus, also rechtsklicken muss ich, kann ich auswählen, Rechtsklick, ja, welchen Max ich meine. So, nämlich den da. Ich brauche das Mail gar nicht schicken, jetzt ist der fix ausgewählt. So, wenn ich jetzt noch einmal ein Mail erzeuge und wieder, hoppala, E-Mail-Nachricht, und wenn ich jetzt wieder Max schreibe und wieder nichts weiter eingebe, dann ist es wieder rot unter Welt, ich muss es einmal schicken. Allerdings wird es dann in Zukunft, also wenn ich es einmal geschickt habe, auch das Mail nach der Auswahl wird es grün, strichliert, unterstrichen, ja, und dann kann ich wieder rechtsklicken drauf, um auf das andere, um den anderen auszuwählen. Ein bisschen Spurrein. Ja. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Generell gilt, ja, da gibt es sogar ein schönes YouTube-Video zu einem anderen Zusammenhang. If there is a red line under it, recheck. Ja. Oder wenn sonst irgendwas strichliert unterstrichen ist oder rot unterstrichen ist und so weiter, heißt es, ein bisschen User, pass auf. Ist das wirklich das, was du jetzt meinst? Was macht jetzt genau der Knopf Namen überprüfen? Im Prinzip das Gleiche, nur das, was er normalerweise nach ein paar Sekunden macht, sofort machen. Okay. Ja. Nimmt er zur Basis nur den ersten Kontakt-Ding oder was nimmt genau. Er als Basis? Na, wenn man zum Beispiel mehrere Kontakte gleichzeitig eintragt beim Mail, ne? Nein, ich meine, wenn ich jetzt zwei Kontaktordner habe, nach welchem Ordner checkt er das? Wenn ich da jetzt sage, Name prüfen, dann fragt er mich nicht, nach welchen ich gemeint habe. Ne? Ja, ganz einfach. Einen Kontaktort und fragt. Dann fragt er mich genauso, ja. Ich sehe halt nicht, in welchem Kontakt, aber es ist interessant, weil eigentlich geht es ja um die E-Mail-Adresse, nicht, an die ich schicke. Genau. Ja, und die sehe ich. Gut. So. Gut, Bearbeitung von Kontakten, ja, kleiner, bisschen paar Tipps, ich habe ein paar lustige Effekte gehabt beim Vorbereiten, manchmal kann man Kontakte nur bearbeiten, Listen an sich. Cappuccino? Ja. Will ich es noch ganz? Ja. Kurze Frage. Eine heiße Schoko. Die Pommes gehören zum Eis oder so. Das ist jetzt. Sehr geehrte Frau, ich habe Lunzenraben bestellt. Ja. Sind die am Werden? Und ich möchte ein Penislocker haben.
Danke schön. Was für ein Knockout. Okay, das heißt, ich muss mich beeilen, wenn die gleich kommen. Ja, dann, sind doch viel zu wenig. Ich habe nur die Beine im Knockout verstanden. So. Gut. Also, erstens mal, manchmal kann man Kontakte lustigerweise nur in den Listenansichten bearbeiten. Ja, das ist ein Bug. Ja, da habe ich im Internet auch ein bisschen recherchiert. Ja, das ist so. Ja, das heißt, man muss in der Listenansicht umschalten. Zur Erinnerung, ja, was ist eine Listenansicht? Ja, da oben kann man zum Beispiel reine Fraschaftliste umschalten. Den geht es immer. Ja, das ist die gute alte Listenkontaktansicht. Ja. Zweitens, ja, was ich ein bisschen blöd finde, ist das Verknüpfen von Kontakten ist ja relativ praktisch. Ja. Jetzt hat man allerdings, habe ich zum Beispiel, ich habe glaube ich ungefähr 10 Konten in meinem Outlook drin. Ich habe nur ein bisschen mehr als der George. Ja. Ich glaube 10 Konten in meinem Outlook drin. Teilweise habe ich Kontakte aus bestimmten Gründen, absichtlich oder auch einfach, weil es so sein muss, in verschiedenen dieser Konten drinnen. Ja, den gleichen Kontakt. Teilweise mit unterschiedlichen Daten. Jetzt denke ich mal, am Handy ist das nämlich möglich. Ja? Das war halt ja super, wenn ich die im Outlook verknüpfen könnte, ja, sodass ich in einer Ansicht habe. Geht nicht. Ja? Man kann Kontakte nur innerhalb eines Kontos miteinander verknüpfen. Also zum Beispiel, wenn man es in unterschiedlichen Ordnern hat, wie ich es gezeigt habe. Das geht, ja, aber nicht über ein Konto übergreifend. Ja? Was die Funktion, sage ich mal, um mindestens 80% weniger nützlich macht, ja? Als sie in Wahrheit wäre. Ja? Gut. So, dann habe ich noch was Interessantes gefunden, weil diese Frage immer wieder auftaucht, ja, und gleich das vorab, was mache ich, wenn ich eine kleine Firma habe oder Familie und gemeinsam Kontakte nutzen möchte, ja, und so weiter. In einem gemeinsam genutzten Postfach können Kontakte seit Outlook 2013 nicht mehr korrekt angelegt werden, ja, also das geht nicht, ja. Es gibt diese Shared-Postfächer bei Exchange, ja. Und in einer Exchange-Umgebung ist es vor allem relevant, geht nicht. Also die werden dann in meinem eigenen, ich glaube in meinem eigenen Kontaktordner in Wahrheit angelegt, ja, auch wenn man direkt in diesem gemeinsam genutzten Kontaktordner ist. Workaround, wenn man ohnehin eine Exchange-Umgebung hat, dann kann man das über die Outlook-Web-App machen. Und das führt mich das, was ich vorher gesagt habe. Ja. Also Microsoft investiert ganz offensichtlich mittlerweile relativ wenig nur in die Weiterentwicklung vom Outlook. Ja. Und irrsinnig viel in dieser Outlook-Web-App. Wie heißt das? Nein, es gibt keinen Zeitplan. Also Erfahrung von Microsoft ist, wenn es keinen Zeitplan gibt, dann wird es noch mindestens 2 neue Versionen wird es noch geben. Ja? Und diese letzte Version wird dann noch mindestens 10 Jahre unterstützt. Also von jetzt an 16 Jahre. Ja? Kann man ungefähr so als Zeitplan sehen. Aber man sieht einfach, ja, es ist seit Outlook, de facto seit Outlook 2003, ja, sind abgesehen von einigen Verschlimmbesserungen, ja, sind kaum neue Funktionen seit 10 Jahren ins Outlook reingekommen. Ne? Und die Verknüpfung mit SharePoint ist neu gekommen. Nein, das hat schon 2003 können. Naja, aber SharePoint 2003 war nicht verwendet. Das ist sogar schlechter worden seitdem. Also das ist ja, aber es ist, das hat schon ewig gegeben, ja, die Funktion. Ja. Also seit 2003 ist da nichts mehr dazukommen. Und der Punkt ist, ich kann, wer eine Exchange-Umgebung hat, ja, kann ich nur eines empfehlen, ich sage das an jeden, bei Outlook 2013, also Exchange 2013, schaut euch bitte mal intensiv diese Outlook Web App an, also sprich früher Outlook Web Access. Ja. Als ganz heißer Tipp, das kann mittlerweile mehr als das Desktop Outlook in vielen Bereichen. Ja, es gibt ein paar Sachen, die es nicht so gut kann, aber viele Sachen gehen in der Outlook Web App mittlerweile besser als im Desktop Outlook. Es ist schneller und ganz speziell, nachdem wir in Österreich ja das Problem haben mit Internetverbindungen teilweise, es ist auch datensparsamer. Ja, wenn wir über das Internet zugreifen. Und zwar um Faktor 10 datensparsamer. Ist das aber eine serverseitige Applikation? Ja, ist eine Web-Applikation. Ist eine Web-Applikation, ja. Aber es geht zwischen Client und Server, das in ein Zehntel der Daten übertragen, ja, wie beim vollen Outlook. Ja. Und nebenbei bemerkt, kleiner Tipp noch, bevor du kommst, weil vielleicht beantwortest die Frage gleich, ja. Seit Exchange 2013 ist übrigens die Outlook-Web-App auch offline-fähig. Die funktioniert auch offline. Ich muss einmal mir es runtersynchronisieren. Wenn wir da noch Zeit haben, kann ich das vielleicht kurz einmal zeigen, ja, wie das geht. Ja. Okay. Wie gut ist die Integration mit Word und den anderen Office? Gar nicht. Gar nicht. Sagt man, dass ich Word online und dann habe ich es wieder integriert? Nein, auch nicht. Auch nicht. Also dieses Thema ist, was man vielfach ist, oft dieser Punkt, ja, wenn man in Firmen hat, man hat irgendeine ERP-Anwendung, die irgendwelche Mails schickt, ne, also so sagt, ne, und da geht irgendeine Mail raus etc. Ja.
Und da geht halt in der Outlook-Fenster auf. Das funktioniert natürlich mit der Outlook-Web-App nicht. Ja, das ist nach wie vor ein Argument fürs Outlook, ja, wenn man so etwas braucht. Persönlich muss ich sagen, ja, wir stellen jetzt, da können wir nachher noch reden drüber, ja, wir versuchen bei den Kunden solche Anwendungen rauszubekommen. Ganz einfach. Ist vielleicht ein langfristiges Projekt, aber das hat keine Zukunft, ja, ganz ehrlich gesagt. Ne? Gut. Okay, damit bin ich mit meinen Kontakten fertig. Jetzt müssen wir noch ein bisschen anzahlen, weil jetzt kommen noch die Aufgaben. Gell? Ich habe aber zu den Kontakten, sprich zu den Adressbüchern noch eine Frage. Ja, gerne. Und zwar, ja, was sieht man alles in dem, wenn du Adressbuch, ja, aufmachst? Ja. Aber du hast jetzt welches Konto genommen, da, das Test? Ja, ist egal, ja, genau. Da ist nicht egal, weil du, ja, siehst jetzt, was du aufklappst, die, ja, Adressbücher, ja, siehst jetzt nur eines. Ja. Und im anderen Fall sieht man eine ganze Latte, ja, bedingt durch Exchange, wenn ich dich, ja, irre. Ja. Was ist das alles? Kann ich da erklären? Fragst du das Outlook nehmen, dann, ja, haben wir Exchange. So. Okay. Also da Adressbuch. Die Frage ist das, ne? Ja, genau. Wie würde man exportieren und importieren? Das geht. Das geht. Das geht. Das ist gut versteckt, zeige ich gleich. Ja, das geht für alles. So. Also die ersten drei sind einfach Kontaktordner. Nicht? Geheime Kontakte im Georgia Cube Computer. Ja? Das sind persönliche Kontakte, die du hast. Ja? So, dann hast du da das Konto des Digital Society. Das eine ist offensichtlich auch ein Kontaktordner. Ja? Genau, das ist auch klar. Und dann hast du hier zwei, die du auf jeden Fall hast. Ja? Bei einer Exchange-Umgebung immer. Das eine ist die Offline Global Address List und die globale Adressliste. Der Unterschied ist, ja, wie der Name schon sagt, die globale Adressliste, ja, ist eine Live-Suche. Dazu musst du eine Online-Verbindung zum Exchange-Server haben. Wenn ich die nicht habe, ja, dann hat das Outlook hoffentlich, wenn man es weiter laufen lässt, diese Offline-Adressliste, globale Adressliste runter synchronisiert schon. Schauen wir da mal hinein. Ja, ja. Und die steht dir auch zur Verfügung, wenn du offline bist. Ja, sprich, du kannst eine Mail an den Franz schicken, ja, auch wenn du gerade in der Westbahn im Tunnel unterwegs bist, ja, kannst du ihn daraus auswählen. Ja. Diese Daten sind unter Umständen nicht immer 100% aktuell, aber in 99% der Fälle sind sie aktuell. Ja. Und auch wenn man eine langsame Verbindung nur hat zum Exchange-Server, ist das natürlich auch sinnvoll, weil das eben dann wesentlich schneller geht. Ja. So, die anderen Adresslisten, die du da hast. Warum sollten die Kontakte aktueller sein in der Global Address List als in der Offline Global Address List, wenn ich, wer kann die verändern? Die globale Adressliste, der Administrator nur. Ach so, ja, ja, ich verstehe. Globale Adressliste, das ist quasi das Adressbuch vom Server. Kommt das aus Active Directory? Oder? Genau, das ist Active Directory, mehr oder weniger. Ah. Ja. Und das und die Offline, das, und die Offline globale Adressliste wird von einem Exchange Server einmal täglich gebildet von dieser globalen Adressliste. Unter Umständen sind auch nicht alle Kontakte drin, weil das kann der Administrator auch beschränken, dass da nicht alle drinnen sind. Ja. Aber meistens sind alle drinnen. Und dann wird die einmal am Tag kompiliert, ja, und quasi zum Download angeboten. Das ist ein XML-Webservice, das da mittlerweile bei den aktuellen Versionen. Die anderen Adresslisten sind auch wiederum Adresslisten, die der Administrator festlegt auf dem Exchange-Server. Ja? Und da kann er bestimmte Filterkriterien vergeben. Zum Beispiel, man sieht es eh, ja, zeige mir alle Gruppen, das sind alle Verteilerlisten, ja? Ja. Zeige mir alle Räume, also die als Besprechungsraum, okay, gekennzeichnet, cool, hat und so weiter und so fort. Ja? Das ist im Prinzip diese Auswahl an Adressbüchern, die es da gibt. Ja? Gut. Weil vorher die Frage war, zwei Fragen waren noch da, gell? Das eine ist, kann man das Default-Adressbuch irgendwie umstellen, ja? Wenn, dann ist das hier in den Einstellungen und da gibt es den Punkt Adressbücher in den Kontoeinstellungen, ja? Und wenn man dann mehrere hat, ja, kann man, glaube ich, nicht umstellen. Ändern, Kennwort speichern, abbrechen, schaut nicht so aus, als ob man da was umstellen könnte. Gut. Die zweite Frage war mit dem Import-Export. Das ist generell, gilt nicht nur für Kontakte, ja, sondern gilt für alles im Outlook. Ja. Gut versteckt seit Outlook 2013, paradoxerweise unter Datei. Ja. Öffnen und exportieren. Das ist, wenn man es exportieren will, findet man es sogar. Ja. Genau. Ja. Aber lustigerweise ist auch importieren. Ja. Es ist ja völlig logisch, dass man auf Öffnen, dass man auf Exportieren gehen muss, um zu importieren. Nicht? Aber ja.
BSD muss man dann auf andere Formate stellen. Genau, ja, das ist dann der Assistent und der ist uralt, ja, aber der funktioniert ganz gut, ja. Und wenn man BSD, er tut immer noch und ich finde den eigentlich ganz okay, ja. Und wenn man sagt, in Datei exportieren zum Beispiel, ja, dann kann ich da zum Beispiel als BSD-Datei oder als CSV-Datei auch immer ganz interessant, weil das im Prinzip ja ziemlich universell einsetzbar ist. Dann, ne? Noch eine dritte Frage. Ja. Da habe ich mal gesehen, die Schaltfläche Skype for Business, glaube ich, war das. Ja. Inwieweit ist es sinnvoll mit den Kontakten Skype for Business oder Skype for Private? Keine. Da habe ich irgendwo da die Schaltfläche gesehen für Skype. Inwieweit ist das sinnvoll zu nutzen? Ja, so weit wie Skype for Business sinnvoll ist, ne? Naja. Einfache Antwort, oder? Ja, ja, gut, aber inhaltlich nichts. Naja, ich habe das noch nie verwendet, also auch mit dem Skype. Inwieweit kann ich mich da einfach rauswählen? Oder ja, nein, er versucht es über das Internet den anzurufen mit der E-Mail-Adresse. Okay. Wenn der mit der E-Mail-Adresse bei Skype for Business ist, bei Firmen üblich, ja, auch dort drinnen ist und das auch im Internet publiziert ist, was auch üblich ist bei Firmen, ja, dann kann ich den über Skype for Business kontaktieren. Und die Frage ist, ob er abhebt. Ja. Und wenn ich ja beides habe, sowohl Skype for Business als auch den Hörkel mit dem Skype, welcher wird da genommen? So, das Skype for Business und der Hörkel mit dem Private. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So beides installiert hast, nimmt er das Skype for Business. Er wird sie nicht, er wird sie nicht mehr ändern. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Das hat geheißen, dass wenn man ein Postfach hat, also mehrere Mitarbeiter benutzen, ja, dass das jetzt nicht so gut funktioniert. Kontakte nicht, Kontakte kann ich nicht, ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie es wir haben. Wir haben es bei uns in der Firma so, dass ich einfach den, die zum Beispiel einen eigenen Exchange-Konto habe für die allgemeinen Kontakte und jeder hat die allgemeinen Kontakte zusätzlich noch installiert. Ja. Wie macht man es sonst? Das hat meinen Tests nicht funktioniert. Wir haben das an mehreren Sachen funktioniert. Vielleicht liegt es daran, dass das mit Office 365 nicht funktioniert, weil das waren alles Office 365 Konten, ja. Und verschiedene Tenants auch, ja. Da hat das nicht funktioniert. Aber wir haben wir haben die Erfahrung gemacht und wir haben schon mehrfach die Anfrage gemacht, es geht seit Outlook 2013 nicht mehr. Vielleicht geht es mit Outlook 2010 noch. Also mit Outlook, ich weiß, dass es früher gegangen ist, ja. Wir haben 2010 und 2013 und keinen funktioniert. Okay, also vielleicht. Ich habe einen Office-Ordner und den verwendet jeder Mitarbeiter, damit halt alle die gleichen Telefonnummern haben. Ja, also wie gesagt, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es in Zukunft noch geht. Also ich würde mir da gleich eine Alternative überlegen. Die wäre? Nicht mehr Outlook verwenden, offen gesagt, ja, für das. Nein, also es ist so, ich weiß es nicht, aber schwieriges Thema, aber de facto ist Outlook nie dafür gedacht gewesen, ja, in einer Firma gemeinsam Kontakte zu verwalten. Ganz nüchtern betrachtet, ja. Und das ist, all diese Sachen waren im Prinzip ein Missbrauch, ja, von dem Ding. Und das ist immer die Idee, man gibt es ins Active Directory beispielsweise rein, diese gemeinsam genutzten, ja, was auch mittlerweile nicht mehr so ganz toll ist, ja. Die meisten Firmen, also die moderneren Firmen, haben ohnehin irgendeine Webanwendung, eine separate Firmenanwendung, wo sie das alles reinschreiben, ja. Und die kann man ja mit einer LDAP-Schnittstelle beispielsweise ausstatten, sodass man es im Outlook nach wie vor als Adressbuch und so weiter verwenden kann. Ja? Also das ist so die Zukunft. Da gibt es auch am Markt einige fertige Lösungen dafür. Ich habe jetzt einen Trick gefunden, wie man zwei Kontaktordner miteinander von zwei Usern synchronisieren kann. Ja. Man installiert sich auf einem Handy Touchdown und Outlook. Ja. Damit synchronisiert er das Touchdown aufs Handy und das Outlook aufs Handy und synchronisiert mit der gegenseitigen Zug. Und damit haben zwei Kalender-Server. Ja. Auch die Kalender und die Kontakte. Okay, heiß. Aber es geht. Das ist gut. Was ist denn das? Das ist ein alter, das ist ein uralter Kenny von. Kann man das kaufen, das ist ein Outlook-Synchronisation. Es ist ein Active-Sync-Client, ein alter Touch. Also wir haben gerade vor kurzem einen Kontakt-Folder in den Public-Folders. Das geht noch, Public-Folders geht noch, ja, das ist die Alternative. Also beim Windows nichts. Das große Problem ist, vielleicht gibt's auch Touchdown. Warum ich persönlich, ich sage immer wieder, ja, ein großes Problem bei Kontakten im Outlook ist, ja, dass sobald ich das im großen Stil in einer Firma mache, ja, und gemeinsam genutzt, ja, das Ganze ist ein Datensilo und ich bekomme die relativ schwer vollständige Information wieder raus, wenn ich irgendwann beschließe, ich möchte doch nicht mehr Outlook verwenden. Ja. Und es ist immer eine Frage, wenn ich irgendetwas als Datenspeicher heute für unternehmenskritische Anwendungen verwende, ja,
dann ist mein Credo immer, dass ich mir auch überlegen muss, was ist der Weg wieder heraus. Ja? Ich verwende in dem Bereich, ja, entweder gibt es eine klar definierte Exportschnittstelle vom Hersteller, und das ist in jedem Test bei mir immer drinnen, ja, werden alle Informationen, die ich eintrage, auch exportiert, und das ist bei Outlook nicht der Fall. Ja? Wird nicht alles exportiert, ne? Damit fällt einmal Outlook gerne mal weg. Ja? Wird alles exportiert, oder ist es eine von mir entwickelte Software oder Open Source Software? Eines dieser drei Kriterien muss erfüllt sein zumindest. Ja? Und alle drei Kriterien werden von Outlook nicht erfüllt, und deswegen rate ich davon dringend ab, ja, im großen Stil unternehmenskritische Kundendaten oder sowas ja ins Outlook reinzuspielen. Abgesehen davon, wenn man in Zukunft kommt, wie es neues ist jetzt beschlossen worden, Datenschutzrecht und so weiter, EU-Datenschutzrecht, ja. Und da wird das Ganze auch noch nicht ganz unproblematisch, ja, weil da muss man dann viele Firmen mit einer Datenschutzbeauftragten haben, und wenn man da so Security-Checks mit Outlook mit großem Stil, wenn man jetzt 300 Kontaktdaten drin hat, ist nicht tragisch, aber wenn man 30.000 hat, ja, dann kann das sein, dass das, also weiß ich schon von Security-Audits, wo das dann nicht losgegangen ist. Ja. Ja, dann verwendet man das Online-CRM. Genau, ja. Ja, das geht durch. Ja. Lustigerweise. Gut, gehen wir zu den Aufgaben, ja? Das sind die Aufgaben, ja? Und ja, Aufgaben ist einmal ganz, ganz eine lustige Sache. Im Prinzip, ja. Seht ihr, da sind sehr viele Aufgaben drin. Wie kann ich eine Aufgabe erstellen oder bearbeiten? So schaut das Formular aus. Wichtig ist, es gibt ein Beginndatum und ein Fälligkeitsdatum, ja? Und das ist ganz interessant, wenn man dann Zeitskala-Ansichten macht, ja, weil es wird dann auf einer Zeitskala angezeigt zwischen Beginn und Ende, ja, so wie man es von Gantt-Chart, von Projektplanungsaufgaben und so weiter gedacht hat, ja. Interessant ist auch, wenn man das Beginndatum nach dem heutigen Datum setzt, dann wird es unter Umständen, kann man das in den Ansichten ausfiltern, dass man nur die Aufgaben sieht, die man, die ein Beginndatum, sag ich mal, heute oder früher haben, ja, weil die kann ich erst, ich meine, klares Beispiel, immer an Pickerl-Überprüfung beim Auto. Ja, es ist immer für mich das Beispiel, weiß das wer, wieder die Regeln sind? Wenn ich Pickerl im Mai habe, minus 1 plus 3, genau. Ja. Ja. Und dann kann ich frühestens am 1. April damit anfangen, mit der Aufgabe, und dann wird diese Aufgabe ein Beginndatum 1. April. Ne? Und das ist kein April-Scherz. Ne? Gut. Dann speziell ist dieses Feld, was ich sehr häufig verwende, sehr intensiv, ist dieses Statusfeld. Ja? Das ist ein bisschen ein persönliches Projektmanagement bei mir oder Aufgabenmanagement. Und zwar gibt es da verschiedene Stati, die ich mal kurz zeigen möchte. Da. Wenn wir da mal eine neue Aufgabe machen. Du hast da eh keine drin, gell? Oder nicht viel. So, neue Aufgabe. Und wenn man das Status gibt es hier in Bearbeitung, erledigt und so weiter. Ja? Und ich habe immer so diese Geschichte, wenn eine Neuaufgabe eintrage, ist es nicht begonnen. Ist eh logisch. Ja? Und ich nehme mir immer ein gewisses Pensum an Aufgaben vor, die ich an einem Tag erledigen möchte. Ja? Das gibt bestimmte Regeln, können wir nachher noch gerne drüber reden. Ja? Und da setze ich das dann immer die ich jetzt sozusagen heute erledigen möchte oder zumindest heute beginnen möchte damit oder in den nächsten Tagen, setze ich dann einen Status auf Inbearbeitung. Und ich habe mir dann eine Ansicht im Outlook gemacht, Stichwort Ansichten, ja? Dass mir nur diese Aufgaben anzeigt. Weil ich finde es wahnsinnig frustrierend, ja, wenn ich in die Aufgaben hineinschaue und ich habe so eine lange Liste an Aufgaben. Ja, da fange ich gar nicht an. Ja? Kriege ich schon Depressionen. Und so habe ich nur eine relativ kleine, überschaubare Anzahl an Aufgaben, ja, in dieser speziellen Ansicht, wo ich sage, ja, das kann ich heute schaffen, ja, gehen wir es an. Ja, das ist wesentlich motivierender. Ja, und wenn ich die alle abgehakt habe, dann sage ich, okay, wenn es um 15 Uhr ist, gehe ich um 15 Uhr heim und nicht erst um 17 Uhr. Ja, fertig. Ja. Erledigt. Erledigt, genau. Genau, erledigt ist eh klar. Und dann auch wichtig ist, es wartet auf jemanden anderen zurückgestellt. Es gibt manchmal diese Geschichte, dass man halt Aufgaben hat, wo man... Es geht übrigens auch bei Mails, lustigerweise. Also man sagt, okay, ich weiß, ich warte auf ein Mail von wem anderen. Ja? Ich will mir das in Evidenz halten, ja? Aber mit einer Erinnerung, aber ich kann jetzt nichts tun. Ja? Dann sage ich, wartet auf jemanden anderen oder zurückgestellt zum Beispiel so Aufgaben, ja, ich will das im Hinterkopf haben, das ist eine Idee vielleicht, ja, für Zukunft, ja? aber es ist nicht aktuell. Ja? Also ich, keine Ahnung, neues Auto kaufen oder sowas, keine Ahnung, ja, sowas. Ja?
Also das sind so ein paar Dinge. Ja, dann gibt es Prozent erledigt, das verwende ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Ja, das ist, und Priorität, das finde ich auch relativ wichtig. Ja, da gibt es drei Prioritäten. Wer mehr braucht, ganz ehrlich, ja, hat ein Problem mit seinem Aufgabenmanagement. Nein. Hoch und super hoch. Ja, nein, gibt es nicht. Ja. Also es ist, und 90% der Aufgaben sind bei mir niedrig, ja, also, oder normal maximal. So, Erinnerung ist eh klar, da kann ich mich erinnern lassen. Ja, und dann gibt es hier noch Details. Da kann man dann auch eventuell so Dinge eintragen, was ist mein Gesamtaufwand. Gesamtaufwand ist sozusagen der Aufwand, den ich prognostiziere, dass ich damit habe, und der Ist-Aufwand etc. Diese, muss ich ehrlich sagen, ich kenne kaum jemanden, der das verwendet, ja, diese Felder. Spannend ist eine Geschichte, und zwar, wenn eine Aufgabe erledigt, wird das heutige Datum als Erledigungsdatum angezeigt, ja, wenn man es abhakelt. Hin und wieder hat man allerdings, hakelt man eine Aufgabe ab, die man eigentlich schon vor 2 Tagen erledigt hat. Ja? Und manche Leute delektieren sich daran, ja, dass im Kalender dann an der richtigen Stelle ja, die Aufgabe als durchgestrichen angezeigt wird. Und das ist nicht am richtigen Tag angezeigt, wenn man das Erledigungsdatum nicht richtig setzt. Und deswegen kann man das Erledigungsdatum manuell setzen, damit man den Anschein hat, dass man vor 2 Tagen wahnsinnig fleißig war. Ja? Also das ist so ein bisschen Selbstbetrug. Gut. Kann man Aufgaben als Wiedervorlage kriegen? Ja, gibt es, allerdings ist das noch grindiger als beim Kalender. Ja. Das Problem ist, dass ich nämlich kein Fälligkeitsdatum setzen kann, wann es fällig ist als wiederkehrend. Ja? Oder meinst du Wiedervorlage, dass ich es immer wieder kriege? Was hier Wartungsbuch zum Beispiel, also irgendein Server geht in Wartung und nach einem Jahr läuft es ab. Jetzt setze ich mal Aufgabe, die in einem Jahr quasi. Also wiederkehrende Aufgabe. Ja, gibt es. Ja, ja, gibt es. Möchte ich das aber dann quasi ablegen und möchte dieselbe Aufgabe für das nächste Jahr wieder anlegen? Ja, das gibt es. Ich kann es mal zeigen. Ja, diese Aufgabe machen wir Klassiker, dass viele haben die Ist-Voranmeldung. Ne? Genau. So. Am besten ist, das funktioniert am besten so, dass man eintragt, wann beginnt die, wann kann ich die machen. Ich nehme an, ich habe monatlich oder quartalig, monatlich. Ja, ist am einfachsten. Ja. Also die beginnt, die nächste am 1.3. kann ich die frühestens beginnen, ja, und fällig ist die für Februar am 15.4. Ne? So, und so weiter. Und jetzt sage ich hier Serien- und Ust-Vormeldung, jetzt sage ich Serientyp, ja, und das Ganze monatlich. Und das Lustige ist, ich kann hier nur das Beginndatum setzen. Wenn aber einmal das bei der Ursprungsaufgabe richtig gesetzt ist, das Intervall, ist das auch bei den zukünftigen richtig gesetzt, ja. Aber wenn ich das dann später bearbeiten will, ja, das Fälligkeitsdatum hilft nur, die Aufgabe löschen und neu einrichten, ja, diese wiederkehrende. Gut, und jetzt sage ich da kein Enddatum, okay, und jetzt funktioniert das Ganze so, ne, sage ich speichern und schließen, jetzt haben wir da eine Ust-Voranmeldung, und wenn ich die abhakel, ja, man beachte, Freitag 15.04. fällig, wenn ich die abhakel, ja, entsteht gleich die nächste, diesmal mit 16.05. Ja. Und da sieht man schon, da ist wieder das Datum falsch, ja, weil er nämlich mit den 30 Tagen und 31 Tagen mit dem durcheinander kommt. Ja. Das heißt, da sollte man vielleicht einen Tag vorher, vielleicht schon am 14. das Fälligkeitsdatum setzen, dass man nur ja nicht in Teufelsküche kommt. Ja, das ist der nächste berücksichtigt er dann. Ah ja, diesmal ist das ausnahmsweise. Tage, ist nein, berücksichtigt er nicht, das ist reiner Zufall hier. Ja. Also man kann es dann hier jetzt 15.06. funktioniert schon wieder, ja. Und da sieht man hier Samstag, 16. Juli, sieht man, dass er es nicht berücksichtigt. Ja, es ist. Aber man kann es in dem Fall schon abhaken, obwohl es eigentlich noch gar nicht der Beginn ist. Ne? Genau. Ist halt so. Ja, war mal fleißig, ne? Macht die, ja, es gibt ja Branchen, die darauf ihr ganzes Geschäftsmodell aufbauen, ja, auf gewisse Umsatzsteuer. Futuristische Ust-Voranmeldungen machen. Okay, gut, das haben wir schon gezeigt, gehen wir weiter. So, ganz wichtig ist, das hat der George vorige Woche relativ schön gezeigt, ja, ist, man kann E-Mails ja auch markieren als Aufgabe. Ja? Und da gibt es dann diese Gesamtansicht, Aufgabenliste, wo übrigens, wenn man zum Beispiel von einem SharePoint oder auch von verschiedenen Konten die Aufgaben hat, ja, alle gesammelt auf einen Blick angezeigt werden, die Aufgaben. Und jetzt gibt es einen kleinen Trick. Ja? Wenn man sich diese Detailansicht so wie hier anzeigt, ja, gibt es diesen Status, den kann man bei der E-Mail selber direkt nicht setzen, dieses nicht begonnen oder in Bearbeitung und so weiter, diese Geschichten. Ja? In der Detailansicht hier geht es aber sehr wohl, ja, in der Aufgabenliste. Das heißt, man kann die E-Mails hier behandeln wie normale Aufgaben, ja? Was ziemlich praktisch ist. Auch die Priorität kann man bei E-Mails dann setzen, ja? Also wie man es als Aufgabe haben will.
Ist eine ziemlich interessante Sache, meiner Meinung nach. So, und dann habe ich hier nochmals das mit dem E-Mail markieren, wobei das jetzt, ich jetzt gesehen habe, das funktioniert auch nicht immer. Und zwar ein kleiner Tipp, letztens war es eh schon der Fall, ich habe es jetzt hier noch einmal. Und zwar, wenn man eine E-Mail sendet, ja, dann kann man die Erinnerung setzen und so weiter. Aber besonders interessant ist, man kann ja auch das für den Empfänger, wenn das linke ist empfangene Mail, das rechte ist, wenn man das kennzeichnet bei einem gesendeten Mail, und zwar bevor man sendet, ganz wichtig, ja, bevor man es wegschickt. Und zwar, man kann das auch für den Empfänger kennzeichnen. Ich glaube, der George hat das letztes Mal eh schon gezeigt, gell, das Thema. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, wenn wir das Thema Lesebestätigungen auch letztens auch diskutiert haben und so weiter. Ich finde das wesentlich sinnvoller als Lesebestätigungen, weil Lesebestätigungen schicken die meisten eh nicht zurück. Ja, das kann man nicht unterbinden und in den meisten... Empfangen heißt, wenn er es im Postfach abgelegt hat, aber nicht abgefragt hat. Ja, und die Empfangsbestätigungen sind aber auch teilweise nicht korrekt. Interessant wäre empfangen, wenn er es abgefragt hat. Ja? Ja. Also wenn es im Postkosten registriert ist und er fragt es auch. Da gibt es überhaupt keine Bestätigung, was es gibt. Nein, keine Bestätigung. Achso. Gibt es überhaupt nicht. Es gibt zwei Dinge, es gibt eine Zustellbestätigung und eine Lesebestätigung. Ja? Ja. Zustellbestätigung kriege ich üblicherweise, wenn mein Server das an den anderen übergeben hat. Ja. Ja? Was dann in weiterer Folge passiert ist damit, ist wurscht, ja, ist nichts. Ja, das war ja das Interessanteste. Ja. Ne? Und es gibt die Lesebestätigung, die aber den meisten Mail-Clients abgeschalten ist. Ich finde, wenn man jemanden auf die Nerven gehen will mit einem wichtigen Mail, ist das für Empfänger kennzeichnen viel interessanter. Funktioniert allerdings nur, wenn der andere auch Outlook verwendet, was immer weniger Leute tun, ja. Aber dann ist das total super, weil da kann ich also hier das für Empfänger, dann kriegt er Erinnerung, ja, dann kann ich ihm lästig sein, ja, das ist ganz lustig. Gut, damit bin ich am Ende schon mit den Aufgaben, ja. Und ja, Dankeschön.